else destroyed the object? Who were they? Some other scientist or military personnel that we sent. Why did they send individuals? Why not teams? To increase our chances. Each were jumped to different parts of the vessel, transported. What? Like, teleported? Yes. Some people lost their memory in tests. Others went mad. A portion were fine, of course. It was difficult to predict. Is that what happened to me? I mean, how long have I been out for? I don't know how long we've both been asleep, Millie. And yes, it's possible. Hopefully your memories will come back. Also die Erinnerungslücke haben wir durch einen Transport. Beam me up, Scotty. Sowas in der Art. Ein Transport. Von Ort zu Ort. Okay, das können wir wieder drehen. Wie? Ah, natürlich, alles klar. Okay. Das können wir wieder drehen. Lass mich mal kurz überlegen, das ist ja echt. Ah, jetzt kommen nämlich die guten Rätsel. Die auch herausfordern. Ja, oh, guck mal, da oben können wir auch noch drehen. Toll. Wunderbar. Ah, warte mal, nee. Oh, ah. Natürlich. Nicht. Natürlich nicht. Ja, so schon eher. Bringt uns aber trotzdem nichts, wir kommen immer noch nicht hoch. Es muss ja auch einen Sinn ergeben, dass man das hier unten drehen kann, oder? Jetzt hier einen grünen raushole, der da unten einfach springen soll, das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Sobald ich das hier drehe, zack, ist vorbei mit lustig. Ah, nee, warte, ich bin ja auch blöd. Das soll ja dann am Anfang noch gar nicht springen, höchstwahrscheinlich. Deswegen, zack, raus, drehen und dann erst springen lassen, weil dann kann ich das hier oben auch nochmal drehen. Zack. Gerne auch nochmal von vorn. Ich mach's ja so gerne immer wieder. So, jetzt aber. Jetzt mache ich keine Faxen. Schabupp. Jawohl. So, nochmal drehen. Warte. Jetzt sind wir beim gleichen Ergebnis, was wir eigentlich gerade schon haben. Bringt uns nichts. Ja, das ist jetzt wirklich lustig. Lustig, lustig. Da oben müssen wir hoch. Wir müssen da irgendwie hoch. Wie kommen wir da hoch? Das bringt uns gar nichts. Das bringt uns halt auch nichts. Ja, damit kommen wir immer noch nicht hoch.
Ah klar, da oben ist noch ein Schalter. Das fährt das Ding runter. Werden wir auch selber Magneten? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber, oh, ah, hm, stimmt ja. Wir können ja dann drauf stehen. Dafür müssen wir überhaupt. Okay, warte mal. Warte mal. So. Boing. Hoch da! Hoch, hoch, hoch! Scheiße! Ich vermisse Crouch Jump. Das gibt's hier nicht. Ja. Wenn die Idee sein können, ist es auch nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Das kriegt man steuerungstechnisch kaum wirklich hin. Nee. Okay. Das bringt ja auch nicht, wenn ich es abstoße, weil es kommt ja nicht weit genug dahin. Das schaffen wir auch nicht? Was soll ich denn dann noch, ehrlich gesagt? Toll. Wow. Mit den Orangen passiert nichts, ne? Nee. Oh, knifflig. Also manche haben es dann doch wieder echt in sich auf einmal. Und am Ende werde ich mir auch nur so denken, die Lösung war ja so einfach. Das war so einfach. Ja, aber komm erstmal auf die richtige Lösung. Das ist das Problem. Da hochkriegen. Von da könnte der dann da drauf geschleudert werden. Dann kommt das Ding runter. Also so ein bisschen das Ziel habe ich ja da spackt gerade die Spiegelung ein bisschen auf der rechten Seite. Okay. Also das Prinzip habe ich ja so ein bisschen schon verstanden. Allerdings, ich frage mich immer noch, wie ich da hinkomme. Wie komme ich da hoch? Oder irgendwie in die Nähe, dass ich da mal einen Cube reinkriege. Mit Anlauf. Komm, das schaffen wir jetzt so. Warte. Ja, Mann! Let's go! Nee, hat nicht geklappt. Okay. Ja. Bringt auch nicht wirklich was.
jetzt schon. Scheiße. Ich glaube, ein guter Zeitpunkt, um mal kurz in eine Pause zu gehen, vielleicht. Weil ich habe sonst echt keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, ich glaube, ich mache mal kurz Pause. Ich mache einfach an dieser Stelle mal kurz Pause. So. Das darf ich ja wohl auch mal machen. Also, für die Leute von YouTube, wir sehen uns gleich nach einem ganz, ganz kurzen Schnitt wieder. Momentchen, warte, ich suche gerade die Taste. Da, Pause-Taste. Also, wie gesagt, wir sehen uns nach einem ganz kurzen Schnitt wieder. Bis gleich. Zack, Unamel, sind wir schon wieder da bei Let's Play Cube 2. So, und wir sind immer noch hier in dieser Scheißkammer. Ich weiß immer noch nicht das Rätsel der Lösung. Wie bekomme ich das Ding da runter? Und selbst wenn ich das Ding hier runter bekomme, warte mal, wie komme ich denn... Toll. Echt super grandios. Warte mal. Ah, nein. Oh, stimmt. Ich bin so blöd. Warte mal. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ich bin so blöd einfach. Warte mal. Zack. Grün hier drauf. Dann drehen wir das Ganze einmal. Dann wird das hier auch nochmal gedreht. Weil dann stelle ich mich hier drauf. Mach blau und dann... Schwupp! Ha! Schwupps bin ich auch hier oben. Hoppla! Wie ging das denn? So, dann lasse ich mich rüberschmeißen. So, ganz easy. Weil dann können wir das Ding hier runtersetzen. Oh. Siehste, die kurze Pause hat tatsächlich was gebracht. Geil! So, ah, okay, warte kurz. Warte. Grün. Nein, grün. Entschuldigung. Grün. Raus. Da. Dann sollte der doch normalerweise kleben bleiben, oder nicht? Oder muss ich jetzt das Ganze nochmal ganz von vorne anfangen? Nein. Ich kann das doch gar nicht von der Seite. Aus. Ah, warte. Muss ich tatsächlich auch gar nicht. Okay. Das ist gut. Komm her. Zack. Dann ist er da dran. Yay. Und was bringt er mir jetzt hier? Ich komme hier immer noch nicht hoch. Dann noch mal höher, ne? Warte. Anziehen. Das soll auch wieder anziehen. Dann hole ich noch mal den Cube. Noch mal dasselbe Prinzip. Dann geht's hoch. Ne, warte. Ich lasse das Ding noch mal runterfahren. Weil dann kann ich... Na, komm her! So. Den Sprung nämlich nutzen. So. Und jetzt Abgang. Warte. Hui! Haben wir geschafft. So. Ja, war doch gar nicht so schwer wie anfangs gedacht. Man muss halt erstmal nur auf die richtige Lösung kommen. Ja, da geht's. Ich hab schon wieder in die falsche Webcam geguckt. Das ist die Webcam. Hallo, lieber Zuschauer.
Schaue dir auch in die Augen, ja. Au. Noch so ein Ding. Something is really wrong. She's alive. And reacting. But I just can't get it in. Let go of it. Keep an eye on her. And I'll call the extraction team. See if they can come a month early. She's alive. She's alive. Ich verstehe immer noch nicht, was hier abgeht. Ganz ehrlich. Das sind ja keine wirklich grandiosen Infos, die wir jetzt dadurch bekommen haben. Eigentlich nur mehr Bestätigung von dem, was wir eigentlich schon wissen, oder? Zack! Oh. Oh, haben wir das endlich geschafft? Sehr schön. Alles klar. Dann geht's jetzt weiter. Nächste Tür. Diese Tür. So, zack, rein, weiter geht's. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Unlösbare Aufgaben oder doch nicht so kompliziert. Da drüben kommen wir so einfach nicht hoch. Das Ding können wir noch versetzen. Die Tür geht noch auf. Warte mal. Blau, grün, raus, drauf, zurück, hoch und weg. Zack, Tür ist offen. Okay, so, was wird jetzt hier ausgefahren? Oh, eine Wand ist hochgefahren. Toll. Wow. Wie geil ist das denn? Ah, warte mal. So. Zack, jetzt können wir nämlich auch hier hoch. Die zweite Wand. So. Jetzt müssen wir halt nur noch irgendwie selber da hochkommen, oder? Oder irre ich mich da? Ne, wir müssen da hoch, tatsächlich. Wie? Ah, warte, ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Das Prinzip kennen wir doch schon. Ist doch nichts Neues für uns. Oder? Nee, nicht ganz. Da muss noch irgendwie was anders gemacht werden. Okay, warte. Ich glaube, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Ja, das war das Rätsels Lösung. Wie geil. So, easy, weiter. Weiter. So. Wie gesagt, also manche haben es dann wirklich in sich, aber der Rest ist dann wieder so, kriegen wir hin. So. Zack. Zack. Weiter geht's. Und wie gesagt, also ich spiele das Spiel jetzt gerade das erste Mal. Also es ist nicht irgendwie so, dass ich hier schon mal gespielt habe und mir gemerkt habe, wie es geht. Nee.
Das bringt jetzt auch nichts, wenn ich das so, dann klappt das ja so zusammen, dann rutscht der nur runter. Das bringt auch nicht viel. Müssen den da irgendwie hinbekommen. Frage ist wie. Das wollte ich gar nicht. Bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich das Feld ändere, weil dann der Würfel gelöscht ist. Also wenn ich jetzt geht das nicht einfach so? Ja, geht doch auch so. Nur den Würfel müssen wir halt wirklich da oben hinbekommen, ne? Sonst kommen wir da nicht weiter. Ganz kurz überlegen. Was passiert jetzt? Nein, das war's auch nicht so richtig. Alter Schwede. Natürlich. Natürlich. Warum schwer, wenn es auch einfach geht, wa? Natürlich. Ha! Toll. So. Alles klar. Okay. Damit haben wir das auch offen. Wie komme ich da jetzt am besten hoch? Nein! Das war zu weit. Scheiße. Nochmal. Komm schon, komm schon. Okay, ich bin oben. Und bin ich jetzt... Oh, toll. Soll ich das jetzt darüber schaffen? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, nicht runterfallen! Gott sei Dank. Dankeschön. Dann wieder zurück. Dann setze ich hier nochmal kurz blau. Blue, 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 blue. Das bringt mir jetzt. Ja, doch. Doch gar nicht so verkehrt. Na, sag ich doch. Zack, weiter geht's. Hm? Oh. Scheiße. Ah, ja. So, haben wir das auch. Eine Tür fehlt noch. Also ich hoffe, es ist nur noch die eine. Weil ich sehe da hinten noch eine. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht.